beschlossen zu pranken. Das heißt, ich habe mich im Internet auf die Suche gemacht und habe tatsächlich auch eine sehr, sehr merkwürdige Webseite gefunden. Und auf dieser wurde mir folgendes Angebot angezeigt. Dummbegeist Trainer 100% Premium echt. Bindestrich, ein Scam. Doch als ich mich dann wirklich mit diesem Stumblegeist-Trainer getroffen habe und auch seine Stimme gehört habe, lass mich los, ey, was soll das, Mann? Wird mir 100% keiner glauben, wie alt dieser Trainer tatsächlich war. Deshalb lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr diese Trainer-Videos genauso sehr feiert wie ich und abonniert doch unbedingt den Kanal. Und jetzt würde ich sagen, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge Stumblegeist! Wartet mal. Ich glaube, ich habe gerade eine E-Mail hier bekommen. Es ist vom Trainer, Leute. Okay, er hat mir jetzt gerade geantwortet. Das heißt, wir müssen mal ganz kurz hier switchen, ne? Ich mache direkt meinen Discord auf, weil den habe ich nämlich dazu geschrieben. Ey, ich glaube, es ist soweit, Freunde. Er hat mir geantwortet und ich habe auch eine Freundschaftsanfrage auf Discord von ihm. Ich habe die jetzt mal angenommen. Jetzt warten wir nur noch drauf, dass er uns antwortet. Okay, warte mal. Er hat mir was geschrieben. Ich glaube, das ist sein Stumblegeist-Name, den er mir hier geschrieben hat, Freunde. Das heißt, wir fügen den einmal direkt hinzu. Ich gehe mal in meine Freundesliste und dann adden wir den mal. Bro, ist das ein Spielername? Weil der nennt sich nämlich, wartet, Pro Tre... Bro, was? Pro Trainer mit H und mit E, Freunde. Aha, okay. Anscheinend ist der Trainer nicht besonders alt. Auch noch eine 08 kommt am Ende. Am Ende ist er irgendwie so 8 Jahre oder so. Ich schaue jetzt mal, ob der Name überhaupt existiert. Und lol, der ist Level 1, Bro. Aber das ist genau sein Name. Okay, wir laden ihn mal ein, Freunde. Ich habe ihm jetzt eine Freundschaftsanfrage gesendet. Ich glaube... Oha, wartet mal. Ich sehe gerade, er ruft mich auch an auf Discord. Okay, wir haben ihn geedit, Leute. Soll ich einfach mal in den Call reingehen? Er ruft mich nämlich gerade an. Okay, Leute, ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal in den Discord-Call rein. Und dann schauen wir mal, was uns erwartet. 3, 2, 1. Und wir gehen in den Call rein. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Hallo? Ich höre dich nicht. Ja, ich höre dich. Hallo? 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 Du, endlich bist du da. Bro, kurze Frage. Wie alt bist du? Das ist egal. Meine Mama meinte, ich darf das nicht sagen. Also, das sage ich nicht. Wie deine Mama... Warte mal, deine Mama hat dir gesagt, du darfst nicht sagen, wie alt du bist. Ja, dann darfst du auch kein Training verkaufen, wenn du unter 18 bist, hä? Na doch, ich bin über 18 auf jeden Fall. Ich darf das. Lass nicht so lange rumreden. Lass doch einfach spielen. Ja, spielen. Ja, okay. Du musst mir aber erstmal ganz kurz erklären, wie wir hier in eine Runde reingehen, weil ich bin neu. Deswegen habe ich ja auch dein Training online gekauft, weil ich gar keine Ahnung habe, was ich hier machen muss. Ja, okay. Also sollen wir dir erstmal komplett die Basics beibringen, okay? Ja, warte mal. Ich habe dir ja eine FA geschickt. Hast du die angenommen? Ja, genau. Ich bin Pro-Trainer 08. Ah, okay, okay. Okay, kurze Frage. Wie viel Siege hast du? Also, wie viel Kronen hast du? Wie viel Kronen ich habe? Boah, ich schau mal. 3800. Also, richtig viele. 3800. Genau, kurz vor den 4000, also. Ah, ja, ja. Ey, also, bist du richtig gut anscheinend. Ich bin nicht umsonst der Pro-Trainer 08. Aha. Okay, ich verstehe. Ja, also... was hast du so für Skins, wenn ich fragen darf? Oh, nur legendäre natürlich. Was ist denn das für eine Frage? Lass uns doch jetzt endlich spielen. Ja, ja, okay. Ich höre ja schon auf zu fragen. Okay, warte, Moment. Leute, ich bin jetzt ganz kurz gemutet, also er hört mich nicht. Er nervt schon die ganze Zeit, dass wir endlich starten, ne? Aber das Ding ist, ich habe mir hier gerade mal sein Profil angeschaut. Junge, er hat keinen einzigen Sieg, keinen einzigen, ne? Meinte aber gerade, er hat irgendwie so knapp 4000 Kronen. Also das ist schon mal also wirklich kompletter Bluff an der Stelle. Aber okay, anscheinend ist er irgendwie so 8 oder so. Ich nehme ihn jetzt nicht übel. Aber ich bin mir ehrlich nicht sicher, ob seine Mama das überhaupt weiß, dass er da online irgendwelche Kurse und so verkauft. Also wirklich sehr, sehr, sehr komisch. Aber wir schauen mal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in eine private Runde mit ihm. Und dann lasse ich mir mal so ein paar Basics erklären auf den. Ihr wisst ja, an sich weiß ich alles, aber wir nehmen den mal so ein bisschen hoch, den Kleinen. Ich würde sagen, wir entmuten uns jetzt und dann gehen wir rein in eine Runde. Okay, ich bin wieder da. Sorry, ich war kurz weg. Na, wo warst du denn? Wir sind hier zum Trainieren, nicht zum Labern. Junge,
Junge, beruhig dich, Kleiner, entspann dich. Was machen wir jetzt? Wir spielen die erste Runde. Soll ich dir schon mal den Code durchgeben, ja, dass du ja, also so schlecht bin ich jetzt auch nicht. Du kannst mir gerne den Raumcode geben, dann komme ich rein. Also, du musst dafür auf Spielen drücken. Ja, das weiß ich schon. Du musst mir den Raumcode geben. Ah, okay, ich weiß ja nicht. Du bist ein Noob. Ich bin Pro, Junge, weißt du? Gib doch einfach den Raumcode jetzt, Mann! Hey, ja, ist ja okay. Also, 775021. Dann musst du beitreten. Okay, warte. Tatsächlich, es hat funktioniert. Ja, ich bin drin. Du bist hier. Pro-Trainer 08. Richtig, denn ich bin dein Trainer, der Pro. Ja, das weiß ich, dass du mein Trainer bist. Okay, dann würde ich sagen, lass einfach mal starten, okay? Let's go! Okay, also ich sehe, wir sind jetzt hier irgendwie auf so einer Map angekommen. Ey, du musst mir das jetzt echt hier so ein bisschen erklären, weil ich habe echt keine Ahnung von dem Spiel hier, ne? Ja, das kriegen wir hin. Dafür bin ich ja dein Trainer, ne? Ah, und ich sehe, du hast auch so einen richtig coolen Skin, der kann so fliegen, sehe ich. Was hast du denn für ein Noob-Skin? Oh Gott, oh Gott. Ey, hör mal auf, mich jetzt auszulachen wegen meinem Skin, Junge. Ey, der ist voll cool. Ey, jetzt hast du mich traurig gemacht. Weißt du, was ich zu deinem Skin sage? Das hier. Haha, was ein Loser-Skin. Junge, ey, hör auf, mich auszulachen. Ey, ich dachte, du bist mein Trainer, um mir zu helfen. Jetzt lass du mich einfach aus. Ja, egal. Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Das müssen wir machen. Wir müssen wahrscheinlich hier so runterlaufen, oder? So. Ja, genau. Und dann musst du auch immer wieder springen mit der Leertaste. Ja, also ich bin gerade runtergefallen. Warte, ich probier's mal und... Was machst du denn? Ey, du musst... Komm jetzt mal her. Schau mal, du musst immer in diese Löcher hier gehen, wenn diese Walze kommt. Was bist du denn für ein Noob? Haha. Digga, Leute, ich habe mich ganz kurz wieder gemutet. Bruder, der lacht mich einfach die ganze Zeit aus. Das ist irgend so ein 8-jähriges Kind, was mich hier versucht zu trainieren. Aber er lacht mich die ganze Zeit aus. Er hat mich auch schon wegen meinem Skin hier ausgelacht, Digga. Ey, ich habe keine Ahnung, was ich mir hier gekauft habe. Aber okay, warte, wir muten uns schnell wieder. Okay. Ja, ich habe ja verstanden. Immer hier rein. So, guck mal, jetzt bin ich oben. Ich bin eher oben als du. Wer ist hier der bessere Spieler, hä? Das war... Ich hab dich extra vorgelassen, wenn du willst. Ich bin viel, viel schneller als du. Das ist kein Problem. Du bist voll der Noob. Weißt du, was ich dazu sagen muss? Was denn? Ich bin dein Trainer. Sowas machst du nicht zu mir. Das mach ich. Hey, bleib stehen. Ey, du hast mich auch ausgelacht wegen meinem Skin. Jetzt beruhig dich, Junge. Bleib stehen. Du musst hinter mir bleiben. Ich bin der Trainer. Oh, ich bin runtergefallen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ach, du musst... Komm doch mal her. Wo bist denn du? Du musst einfach durchlaufen. Wo ist denn das Problem? Ja, ich weiß nicht. Ich fall die ganze Zeit runter. Du musst einfach durchlaufen. Schau mal, wie ich... Aua, warte. So wie du, also, ja, ich hab gesehen, so wie du. Nein. Guck mal, das ist so, darf das eigentlich nicht sein. Du musst es so machen wie ich. Warte mal, ey, was ist denn das hier? Nein, das zählt nicht. Warte, bleib stehen. Okay, warte, ich laufe einfach hier unten lang. Hier kommen irgendwie so Pommes gerollt. Isst du gerne Pommes? Ja, jetzt ist die Noob-Variante hier unten. Das passt, dass du da entlang gehst. Das ist gut. Ja, für Noobs. Deswegen bist du auch gerade hier unten lang gelaufen, ne? Ja, ich wollte dir zeigen, wie es geht. Deswegen natürlich. So, okay. So. Ja, dann sag mal, was muss man hier machen? Ey, ich bin runtergefallen! Ach, Mann, ich mag es eigentlich nicht so mit Noobs zu spielen, aber ich mache ja eine Ausnahme, weil ich dein Trainer... Du sagst, du spielst nicht gern mit Noobs, bist aber ein Trainer. Das macht aber irgendwie auch keinen Sinn, ne? Was heißt keinen Sinn? Nein, warte mal. Du musst mal auf mich warten. Ich bin der Trainer. Ich muss vorangehen. Wo bist du? Warte mal. Du bist einfach hinter mir. Wie schlecht bist du, Bruder? Warte. So, jetzt. Das war der Vorführeffekt. So, jetzt zeige ich dir mal was, okay? Folg mir. Du musst hinter mir bleiben. Ja, zeig mal. Also, als erstes gehst du hier hin, okay? Vorsicht. Schaffst du das überhaupt, den Sprung hier rüber? Ja, und dann musst du... Das ist jetzt der Trick, oder was? Ja, genau. Du musst langsam... Boah, übel krass, du! Du bist einfach da drauf gesprungen. Warte, ich mach das mal nach jetzt. Aber warte, hast du gesehen, wie ich gesprungen bin? Ich bin wieder nach vorne gehechtet. Das ist ein Geheimnis, das kann nicht jeder. Ja, warte, ich spring auch runter. Was machst du denn? Du bist wirklich ein richtiger Noob. Ich bin kurz gemutet. Ey, Leute, ich spiele mich mit absichtlich gerade schlecht, aber Junge, der lacht mich die ganze Zeit aus und der tut irgendwie so, als wäre das voll der krasse Trick, hier drauf zu springen. Ich habe echt keine Ahnung, was mit ihm falsch ist, aber wir muten uns wieder. Wartet. Ja, okay, warte nochmal und... Oh, ich habe es auch geschafft. Schau mal.
Anfängerglück, aber gut, du bist ja von dem Noob zu einem Pro durch mich, deswegen ist es okay. Jetzt wieder mir hinterher. Du darfst nicht vorausgehen, das schaffst du sonst nicht. Ja, ja, okay, okay. Ja, okay, warte, ich versuch's. Du sagst nicht in die Löcher reinlaufe. Genau, das ist der Trick. Du darfst nicht da laufen, wenn Löcher sind. Okay, ich verstehe. Oh, oh. Warte. Ich hab's geschafft, ja! Du hast es geschafft. Oh, mein Eis ist runtergefallen. Guck mal, die coole Emote, an die ich habe. Ah, ja. Guck mal, cool. Ich habe auch eine Emote. Soll ich dir den zeigen? Ich habe auch einen. Ja, zeig mal. Aber du hast ja echt nicht so coole wie ich. Hey, was soll das? Ich bin ein Trainer. Das machst du gefälligst nicht für mir, Alter. Hey, was soll das? Bleib stehen, warte, wenn ich dich in die Finger kriege. Ja, mach doch. Oh, hier kommt ein Riesenburrito. Ah. Nein, bleib stehen. Also ich sag dir ehrlich, für einen Trainer bist du irgendwie nicht so gut, habe ich das Gefühl. Warte mal, ich komme als erstes ins Ziel. Was für ein Trainer bist du nicht gut? Ey, nein! Nein! Hier, guck, natürlich bin ich der Bessere. Ich bin ein Trainer. Aber ey, du bist doch hier, um mich zu trainieren. Ey, warte, guck mal. Ich weiß gar nicht, wo muss man da jetzt ins Ziel reinlaufen, oder was? Guck mal, da oben ist das Ziel. Da, wo die... Ey, warte, was machst du hier? Ja? Ja, da musst du einfach zu. Super. Ja, also ich habe jetzt gewonnen, glaube ich, ne? Und du hast verloren. Na, ich habe dich gewinnen lassen. Ich war schon vor dir im Ziel. Nee, du bist einfach schlecht. Ah, warte. Wir gehen in die nächste Lobby. Ja, okay. Beruhig dich. Du musst mich ja trainieren, weil ich habe dich ja bezahlt, damit du mir hier hilfst und nicht, damit du mich hier beleidigst, Junge. Ich tue dich nicht beleidigen. Ja, ich sag das an deiner Mama. Hörst du? Nein, wann Spaß. Also, wir können direkt gleich weitermachen. Okay? Ja, okay. Okay, Freunde, ich bin jetzt wieder kurz gemutet, bevor wir in die nächste Runde reingehen. Weil in seinem Online-Briefing stand nämlich drin, dass er mich irgendwie auf diesen normalen Race-Maps trainiert, aber auch auf diesen Elimination-Maps, zum Beispiel Block Dash, Lavaland und so. Und falls das jetzt gleich der Fall sein sollte, rüsten wir schon mal den Boxy-Mode aus, weil wir wollen den Kleinen natürlich so ein bisschen pranken, weil ich habe das Gefühl, der kann sehr schnell ausrasten. Deswegen machen wir hier jetzt auch nochmal so Umarmungs-Mode rein und ansonsten passt das eigentlich. Ich glaube, damit können wir auf jeden Fall ganz gut treuen. Ich würde sagen, wir unmuten uns schnell und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Okay, es geht los. Was spielen wir jetzt? Jetzt spielen wir Lavaland, eine meiner Lieblingsmodi. Lavaland? Oh ja, das ist meine Favoriten-App. Da kann mir keiner was vormachen. Da bin ich mit Abstand der beste Spieler. Ja. Also das heißt, du kannst mich da auch drauf trainieren. Also Jan, dafür bist du ja hier im Training. Weißt du, ich bin ja dein Trainer. Ich trainiere dich. Da ist ja einfach so Lava auf der Map. Ja, das ist doch klar. Die Map heißt ja Lavaland. Und was muss man hier machen? Muss man in die Lava reinspringen oder was muss ich machen? Nein, nicht in die Lava. Du darfst auf keinen Fall auf die Lava springen. Du musst immer dahin, wo keine Lava ist. Ah, auf diese Eisberge hier immer, oder was? Ja, genau. Und das musst du eben die ganze Zeit schaffen und nicht in die Lava fallen. So wie ich das auch mache. Aber was ist, wenn man in die Lava reinfällt? Was ist denn dann? Dann bist du raus, logischerweise. Ist doch klar. Ah, also wer in die Lava reinfällt, hat verloren sozusagen. Ja, genau. Also ich auf jeden Fall nie, aber die anderen halt. Schau mal, wie gut ich das mache. Wie bist du so weit gesprungen? Mit dem Hechten. Das ist so hoch. Guck mal, wie so ein Fisch. Wow, wie cool. Oh, warte mal. Schnell. Du bist fast runtergefallen gerade, ne? Nein, das war nur aus Spaß. Ich wollte ja zeigen, wie man es nicht macht, natürlich. Ja. Okay, warte mal. Ich probier's jetzt nochmal und... Ich hab's geschafft! Boah, super gemacht. Toll, sehr gut. Du bist auf einem guten Weg. Ja, ich mach das richtig gut gerade. Ich finde, ich bin besser als du. Jetzt nicht übertreiben. Das ist schon meine Königsdisziplin hier. Ja. Okay, ich bin kurz gemutet, Freunde. Ich werde ihn jetzt gleich runterboxen. Seid ihr bereit? Lasst auf jeden Fall ein Like da. Kommt schon. Okay, warte mal. Was machen wir jetzt? Ich guck mal. Ich habe nämlich hier sowas und damit... Was machst du? Das darfst du nicht. Ich bin dein Trainer, Alter. Was soll das? Lach nicht so. Hä? Guck mal, da steht jetzt, dass ich wieder gewonnen habe. Was soll das? Ich bin dein Trainer. Das machst du nie wieder. Sonst haben wir ein Problemchen. Hä? Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Du bist auf einmal reingefallen. Na, mach nicht so. Das hast du extra gemacht. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich mich auch verdrückt oder so. Wir können hast du nicht. Ja, okay, beruhig dich. Wir können doch einfach eine neue Runde machen. Ja, besser ist das. Okay. Oh, ich bin gemutet. Digga, der ist richtig ausgerastet, nur weil ich ihn reingeboxt habe. Ey, okay, Freunde.
Freunde. Okay, wartet mal. Ich werde auf jeden Fall auch zum Ende hin so einen richtig seltenen Skin benutzen, damit er so richtig ausrastet und auch so checkt, dass ich eigentlich 10-mal krasser bin als er. Aber bevor wir das machen, rüsten wir nochmal so einen richtig, richtig coolen Emote aus. Was können wir noch machen? Wir können zum Beispiel Unsichtbarkeits-Emote können wir an sich mal noch reinmachen, Leute. Ey, ich glaube, Freunde, in der nächsten Runde werden wir auf jeden Fall auch nochmal richtig krass reinpranken, ja? Also ich hoffe mal, dass wir jetzt irgendwie so Block, Dash oder Laser Tracer spielen. Das wäre richtig cool. Mal schauen, ich würde sagen, wir unmuten uns und dann gehen wir rein in die nächste Runde. Okay, da bin ich wieder. Ich sehe, du hast gestartet. Was spielen wir jetzt? Jetzt spielen wir Block Dash. Block Dash? Was macht man da? Ja, lass dich einfach überraschen. Das macht riesig Spaß und da bin ich auch wirklich der Beste. Ah, der Beste, natürlich. Ist das wie Minecraft mit so Blöcken, weil das Block Dash heißt? Ja, es geht in die Richtung. Es geht in die Richtung. Boah, das sieht ja richtig krass aus. Oh ja, das ist wirklich der coolste Modi und ich bin wirklich der Beste darin. Du wirst keine Chance haben. Ja, was muss man hier machen? Muss man... Ah, lol, hier sind so Laserschwerter. Kann ich da reinlaufen, hä? Ja, genau, mach mal. Okay, sicher, dass ich da reinlaufen soll? Ja, du darfst das machen. Nein, darfst du natürlich nicht. Lass das. Hey, ich wollte da gerade reinlaufen. Das darfst du nicht, das ist doch klar. Laser ist nie gut. Ey, du wolltest mich gerade einfach veräppeln, Mann. Natürlich, wie gesagt, ich bin der Trainer. Ich weiß alles ein bisschen besser, deswegen kann ich mal so Späßchen machen. Ja, klar, okay, ich verstehe schon. warte mal. Ey, ich! Was machst du? Ja, ich komme da nicht durch. Wie hast du die Blöcke kaputt gemacht gerade? Wie macht man das? Du musst jetzt richtig mit dem Kopf durchspringen. So. Ah. Warte mal. Ja, ich hab gesehen. Ja. So, guck mal, ich bin so gut. Ich kann sogar noch den Eis essen währenddessen. Warte mal. Ja? Warte mal. Ey, nein. Mann! Du hast mich abgelenkt. Normalerweise gewinne ich immer. Da steht, dass ich wieder gewonnen habe. Nochmal, ich spiele nochmal. Okay, ich verstehe. Digga, Leute, ich bin wieder kurz gemutet. Er ist ja mal komplett schlecht. Er hat einfach irgendwie ein Eis gegessen und ist deswegen einfach runtergefallen. Junge, was habe ich mir hier für einen Trainer gekauft? Ey, Digga, der hört sich auch richtig komisch an. Am Ende ist der wirklich irgendwie so 8 oder so. Dann war es das wirklich komplett, Junge. Eieiei. Okay, wir spielen also jetzt quasi nochmal dieses Block Dash. Ja, genau. Es hat gerade gebuggt. Deswegen müssen wir es nochmal spielen. Ah, es hat gebuggt. Ja, das soll es geben, dass Spieler manchmal so Bugs haben oder so, ne? Ja, das ist aber nicht oft. Deswegen passiert das. Das ist immer blöd. War bestimmt richtig selten, dass du runtergefallen bist, ne? Ja, ich glaube, das war das erste Mal in 8... das erste Mal halt. Erste Mal? Du bist... Wie alt bist du? Ach, stimmt. Darfst du ja nicht sagen. Ah. 28. Mhm. 28. 28? Oder meinst du 8? Nein, ich meine schon 28. Ja, okay. Ja, easy. Ja, ich bin gerade echt gut dabei auch hier. Siehst du? Ja, okay. Du machst es ganz gut, aber ich zeig dir mal, was nur Leute können, die wirklich krass sind. Das ist ein illegaler Hacker-Trick. Also, das wirst du noch nie gesehen haben. Willst du es sehen? Ein illegaler Hacker-Trick. Ja, dann zeig mal her. Bin ich gespannt. Ja, aber du darfst es keinem sagen. Wirklich, dafür wird man gebannt. Ja, jetzt mach doch. Okay, warte. Gib mir 3 Sekunden. 3, 2, 1 und jetzt. Und, schau mal, ich bin unsichtbar. Das ist aber verboten. Wo warst du denn? Du warst ja... Ey, ich bin raus. Du hast gehackt. Du hast dich einfach unsichtbar gemacht. Richtig, denn das können nur Pros und Hacker. Und ich bin natürlich ein Pro. Ach, Mann. Freunde, ich bin gemutet, Digga. Er hat einfach den Unsichtbarkeits-Special-Emote gemacht. Und sagt zu mir, er kann hacken, er hat irgendwelche geheim illegalen Hacker-Tricks. Ey, ich sag euch ehrlich, Freunde. Wir müssen den jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zurückpragen. Der denkt gerade wirklich, dass er krass ist mit seinem Special-Emote. Aber Leute, ihr wisst ja, ich habe den ja auch ausgerüstet. Das heißt, wir machen uns gleich auch einfach mal unsichtbar. Und dann schauen wir mal, wie er darauf reagiert. Und ich würde auch sagen, für die nächste Runde wählen wir jetzt einfach mal so ein bisschen einen cooleren Skin aus. Zum Beispiel, wollen wir den nehmen? Der ist ja echt selten, dieser Block Dash-Skin, Freunde. Aber wir können ja auch zum Beispiel einfach mal die Diamantbanane nehmen. Die ist ja auch extrem krass. Ich würde sagen, wir nehmen mal die Diamantbanane, Freunde. Ich bin gespannt, wie er darauf reagiert. Ich würde sagen, wir muten uns und gehen rein in die nächste Runde. Okay, ich sehe, wir sind in der nächsten Runde. Was?
Was spielen wir denn jetzt? Wir spielen Laser Tracer. Oh, das sieht ja richtig krass aus, Mann. Warte mal, was hast du denn für einen krassen Skin, Alter? Oh mein Gott. Ach so, ey, das? Ach nö, das ja, ist... Ja, woher hast du den? Das ist nur einer meiner Skins. Warum, ist ja cool, oder was? Der ist... Oh mein Gott, weißt du, wie krass der ist? Der ist... Oh mein Gott, sowas habe ich noch nie gesehen. Wo hast du den her? Sei ehrlich. Hä, wenn du so ein Pro-Spieler bist, hast du den noch safe auch, oder nicht? Ja, noch nicht. Noch nicht, den wollte ich mal als nächstes du holen. Du hast den Skin nicht? Was bist du denn für ein Loser, Junge? Ey, was für ein Loser? Ich bin kein Loser. Ich bin Pro, ich bin dein Trainer. By the way, ich muss dir mal noch ganz kurz was Cooles zeigen. Das habe ich eben gelernt. Schau mal ganz genau hin. Das nennt sich nämlich so ein illegaler Hacker-Trick. So, pass auf, spitz die Augen und zack, Junge! Warte mal, was soll das? Nur ich kann das. Wie hast du das gemacht? Hast du etwa auch gecheatet? Das kann nur ich. Ja, ich habe kurz Dumbleguys gehackt, weißt du? Warte mal, das ist... Nein, hast du nicht, du lügst. Wie hast du das gemacht? Oh, warum ist das? Ach, der Noob hat verloren. jetzt habe ich verloren, aber du sollst mir doch eigentlich helfen. Ja, hab ich doch. Ich habe gesagt, du musst springen, wenn die Laser kommen. Okay, Freunde, wir haben zwar jetzt wieder verloren, aber das ist gar nicht so schlecht. Wir müssen diesem 8-jährigen Trainer ja auch so ein bisschen das Gefühl geben, dass er uns so ein bisschen hilft, weil sonst fällt das natürlich auf, dass wir ihn nur so verarschen und ich eigentlich alles weiß. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine Runde und ich werde ihn aber jetzt gleich einfach nochmal irgendwie rausboxen oder rauskicken mit Kicky-Mode. Und ich glaube, dann wird er komplett ausrasten. Deswegen, ich würde sagen, wir gehen rein in die nächste Runde. Okay, guck mal, wir machen jetzt noch eine Runde. Du musst mir jetzt hier nochmal ein paar richtig krasse Tricks zeigen, okay? Sowieso, du hast doch gerade gesehen, wie krass ich gewonnen habe. Hä? Machen wir jetzt hier Urlaub oder was ist das denn hier für eine Map jetzt? Schön wär's. Wir sind nicht zum Urlaub machen hier. Du musst arbeiten und trainieren. Ey, hier kommen irgendwelche Bomben geflogen, Junge! Oh, warte mal ganz kurz. Guck mal, du musst hier immer ausweichen. Links, rechts. Ja, warte, ich probiere das mal. Ich habe hier nämlich sowas, das ist auch neu. Schau mal, ich kann mich einmal so einen Ball machen. Was? Wie hast du das hinbekommen? Das ist nicht normal. Ich will das auch. Warum hast du das? Ja, warte, komm mal her. Wir können... Warte, komm. Lass uns mal umarmen. Wir knuddeln mal eine Runde, ey, okay? Warte, lass mich los. Ey, was soll das, Mann? Das ist unfair. Du Noob, Junge. Mann, ich bin kein Noob. Ich bin ein Pro-Trainer 08. Ja, und warum bist du gerade rausgeflogen, wenn du angeblich so gut bist, hä? Weil du mich festgehalten hast, Mann. Hab ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie natürlich das geht. Natürlich hast du das. Tut mir leid. Nicht lustig. Wirklich nicht lustig. Ja, wir können auch noch eine Runde machen und dann lasse ich dich... Nein, das reicht mir jetzt langsam. Ich möchte mein Geld zurück. Hä? Mein Geld will ich, aber sofort. Hä? Ich habe doch Geld an dich gezahlt. Hä? Warum willst du... Ich will es zurückhaben. Was für ein... Er ist aus dem Discord raus. Hä, er hat einfach aufgelegt. Deswegen, Freunde, glaubt mir eins, kauft euch niemals einen Dumbleguys-Trainer, sonst kommt sowas bei raus. Aber wenn euch das Ganze gefallen haben sollte, lasst sie mal einen Daumen nach oben da und vergesst natürlich auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen zur neuen Folge. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.